An Stammzellen fasziniert mich, was sie alles können. Und da muss man einerseits die somatischen, die Körperstammzellen sehen, die ja dafür sorgen, dass unsere Organe ihre Aktivität, ihre Funktionalität beibehalten. Und dann gibt es die ganz, ganz frühen, die pluripotenten Stammzellen, die mich persönlich am meisten begeistern, weil die ja in der Lage sind, alles zu machen. Der Blick vom biologischen Großen ins molekulare Detail von Stammzellen leitet Hans Schöler schon über 35 Jahre, sein ganzes Forscherleben lang. Der Direktor des Münsteraner Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin entdeckte früh ein entscheidendes Gen zur Reprogrammierung von Zellen, OCT4, und erlangte damit internationalen Ruhm. Seit einigen Jahren widmet sich der Grundlagenforscher nun mit seinem Team auch der Erforschung von Gehirnorganoiden. Organoide sind dreidimensionale Zellkörper, die quasi alleine in der Petrischale die ersten Entwicklungsschritte zum Organ nachvollziehen. Bei entsprechender Kultivierung können sie mehrere Monate alt werden, die Größe von Erbsen erreichen und verschiedene Zelltypen entwickeln. Lebens- oder gar denkfähig sind die populärwissenschaftlich auch fälschlicherweise Minigehirne genannten Organoide nicht. Sie sind ideal, um humane, entwicklungsbiologische Schritte der Gehirnreifung zu beobachten und ihre Prozesse zu verstehen. Auch die Prozesse, die zu Krankheiten führen. Dieses Wissen ist notwendig, um Dinge anzuwenden. Und ich zitiere jetzt mal Max Planck. Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Das ist so die Devise der Max-Planck-Gesellschaft. Im Gegensatz zu Organismen wachsen Organoide wie Kraut und Rüben. Die laufen völlig außer Rand und Band, man hat unterschiedliche Strukturen. Und wenn man ein Organoid mit einem anderen vergleichen will, ist es unmöglich, wenn die nicht gleich sind. Deshalb hat das Team von Hans Schöler einen Organoid-Roboter entwickelt. Wie am Fließband produziert die Maschine nach einem standardisierten Verfahren kleine, nahezu identische Gehirnorganoide. Dann können Sie an den ganzen Tausenden, zigtausenden Organoiden können Sie zigtausende Substanzen untersuchen. Und dann haben wir durch diesen Standard eine Aussagekraft. Und in dem Falle unserer Untersuchung haben wir sogenannte Mittelhirnorganoide, die wichtig sind, um Parkinson zu untersuchen. An diesen Mittelhirnorganoiden wird also erforscht, wie deren Zellen auf verschiedene Wirkstoffe reagieren, um daraus wiederum neuartige Therapien abzuleiten, zum Beispiel gegen Parkinson. Hans Schölers Visionen für die Zukunft gehen sogar noch weiter. Also meine Vision, wenn ich da von der Stammzelltherapie mir den Weg in die Zukunft denke, dann denke ich an den gealterten Menschen. Wir werden immer älter, ich werde leider auch älter, wie man sieht. Aber wenn man in der Lage ist, sozusagen im Körper die Stammzellen zu bilden, die wir verlieren, der Muskel wird immer schwächer, wenn man da in der Lage ist, die Stammzellen wieder zurückzuführen, dann denke ich, hat man dem gealterten Menschen geholfen. Also das ist etwas, was mich umtreibt.